Dann herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz mitten in dieser englischen Woche. Morgen das nächste Heimspiel gegen Aue. Und ich darf unseren Trainer Stefan Leitl recht herzlich hier begrüßen. Und Stefan, vielleicht kannst du uns kurz ein Personalupdate geben und auf das morgige Spiel schon mal vorausschauen. Ja, danke Manuel. Ja, von meiner Seite auch. Hallo in die Runde. Ja, so viele Informationen kann ich eigentlich noch gar nicht geben. Wir sind gestern spät Nachmittag aus Osnabrück zurückgekommen. Aus dem Osnabrück-Spiel haben wir nichts davongetragen. Das ist schon mal positiv. Ja, wir hatten dann gestern eine kurze Regenerationseinheit in unserer Halle, weil die Plätze gestern noch nicht bespielbar waren. Und ja, wir werden heute, jetzt im Anschluss an die Pressekonferenz, dann trainieren und ja, bis auf die Langzeitverletzten ist Stand jetzt so, dass uns der Kader von Osnabrück dann zur Verfügung steht. Ja, und jetzt werden wir einfach mal gucken, wie sich die Jungs nachher auf dem Platz bewegen, was sie für ein Feedback geben, wie sie sich fühlen und ja, dann werden wir die richtigen 11 aussuchen, die dann morgen vom Beginn an spielen werden. Gut. Dann habt ihr natürlich auch heute wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da es nicht das erste Mal in der Woche ist, brauche ich, glaube ich, zum Handzeichen auch nichts weiter sagen. Wer möchte denn anfangen? Christian Rupp vom Kicker. Ja, servus zusammen. Frage geht über den kommenden Gegner. Dirk Schuster hat vorhin auf der Aue-PK gesagt, dass er ja sehr defensiv kompakt auftreten will, den Bewegungsradius von den Fürthern einschränken will. Was genau erwartet ihr für den Gegner und wie will man dieses lila-weiße Bollwerk knacken? Ja, ich glaube, dass das etwas reduziert klingt, was Dirk da gesagt hat. Also ich erwarte einen sehr starken Gegner. Wenn man sich die Tabelle anschaut, Aue hat auch schon 28 Punkte geholt. Sie spielen eine sehr starke Runde, haben die letzten beiden Spiele gewonnen. Ist eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Erfahrung. Ja, nicht nur im Trainerteam oder auf der Trainerbank, sondern auch innerhalb der Truppe. Und ja, die stehen auch zurecht mit der Punktezahl, da wo sie aktuell stehen. Und das wird für uns ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Und sicherlich aus einer Kompaktheit heraus werden sie gut agieren. Wir müssen Umschaltmomente unter Kontrolle haben, ja, weil es für mich eine der besten Umschaltmannschaften in der Liga ist, ja, mit einer enormen Qualität. Und wenn wir das oder diesen Radius dann eingrenzen können, dann glaube ich, werden wir ein gutes Spiel zeigen und dann ist auch eine große Wahrscheinlichkeit da, dass es ein erfolgreicher Abend für uns werden kann. Kathi Tonsch wird da Nachrichten. Im Hinspiel, Herr Leitl, sind Sie Aue mit einer Dreierkette begegnet. Ist das jetzt auch wieder eine Option für auch eine taktische Umstellung? Ja, kann sein, muss aber nicht sein. Also ich glaube, dass es jetzt erstmal wichtig ist, gut zu regenerieren aufgrund der Spiele, die ja, innerhalb kürzester Zeit folgen. Und wie gesagt, wir haben 20:30 in Osnabrück gespielt. Das heißt, wir haben kaum 70 Stunden Zeit, um uns aufs nächste Spiel vorzubereiten. Und jetzt geht es einfach darum, zu sehen, wie sich die Jungs fühlen, wie sie, ja, was sie für ein Feedback geben. Und aufgrund dieser Tatsache werden wir uns dann für eine Grundordnung dann auch entscheiden. Martin Moravec, dpa. Hallo Herr Leitl. Auf das Feedback Ihrer Spieler zum körperlichen Zustand, da warten Sie ja noch, haben Sie gesagt. Gäbe es aber einen Grund, Dixon Abiyama aus der Mannschaft rauszunehmen? Und vielleicht zu ihm noch grundsätzlich eine Einschätzung, was Sie an ihm schätzen? Schöne Fangfrage. Es gibt eigentlich keinen Grund zu wechseln, wenn man gewinnt. Und ich möchte es auch nochmal erwähnen, die Jungs, die haben einen super Job gemacht am Dienstag in Osnabrück. Ich glaube, wir hatten haben ein sehr souveränes Auswärtsspiel gezeigt. Wir haben über 90 Minuten keine Torschuss zugelassen und da hat eben Dixon auch seinen Teil dazu beigetragen und hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, war nahezu an allen Offensivaktionen mit beteiligt.
hat aber auch, ja, das muss man auch mal sagen, 12,5 Kilometer in den Beinen und über 40 Sprints. Im ersten Spiel von Anfang an, also ich glaube, dass da schon noch einiges in den Beinen steckt und deshalb werden wir auch mit Dixon ganz offen drüber sprechen, wie er sich fühlt. Und dann werden wir da eine Entscheidung treffen. Und ja, was schätze ich an den Dixon? Erstmal schätze ich alle meine Spieler. Es ist ein toller Haufen und er ist ein Spieler, den wir vor der Saison zu uns genommen haben, ja, den wir schon länger beobachten und auch Gott sei Dank das Glück auch hatten, ihn letztes Jahr im Winter schon im Trainingslager mit dabei zu haben, damit er die Abläufe im Profibereich einfach kennenlernt, weil er ja null Berührungspunkte zum Profisport hat. Er hat in der Kreisklasse gespielt, dann glaube ich in der Bezirksliga, dann Bayernliga und kommt dann in den Profibereich. Also das sind ja Schritte, die sind schon enorm und er ist sehr wissbegierig und ist ein Spieler, der in jedem Training an sein Leistungsmaximum geht. Und deshalb hat er auch schon viele Einsatzminuten in dieser Saison bekommen und hat auch schon getroffen. Und das ist sein Verdienst. Und ich glaube, dass wir da noch den ein oder anderen Entwicklungsschritt auch erwarten können. Aber bitte mit Geduld und Vertrauen auch, dass wir diese Schritte dann auch gemeinsam gehen. Kathi Tonsch. Ja, Sie haben ja schon angekündigt, weiter zu rotieren. Ist das vielleicht eine Chance für Jamie Leveling, in die Startelf zu rücken? Ja, alle 20 Spieler, Frau Tonsch, die im Kader sein werden, die haben die Möglichkeit zu spielen. Wie gesagt, es ist sehr schwer für mich jetzt hier schon eine passende Aussage zu treffen, weil einfach die Zeit zum nächsten Spiel viel zu kurz ist. Und wie gesagt, wir haben schon einiges in den Beinen und dazu kommt natürlich auch noch die Rückreise aus Osnabrück. Also das muss jetzt erstmal raus aus den Jungs. Und deswegen kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ja, wichtig war für uns, dass wir keine Verletzungen aus dem Spiel davongetragen haben. Und wie gesagt, wir werden und sind da im sehr offenen Austausch mit unseren Jungs und in einem sehr vertrauensvollen Austausch. Und ja, wenn der eine oder andere Spieler, den ich jetzt vielleicht im Kopf habe, der am Freitag spielen könnte, heute zu mir sagt, oh Trainer, wird schwierig, weil ich habe noch Probleme, dann werden wir das natürlich auch mitnehmen und dann müssen wir eine Entscheidung treffen und wir haben noch ein paar Stunden Zeit und die werden wir uns auch nehmen, um dann die passenden Elf auf den Platz zu bringen. Christian Rupp. Wird es denn aufgrund dieser Belastung der englischen Woche eine Änderung im Fürther-System, also im Spielstil der Spielvereinigung geben, weil man das Tempo vielleicht dann nicht gehen kann, was man eigentlich gehen möchte? Habt ihr einen Plan B? Ja, ich glaube schon, dass wir einen Plan B besitzen, wenn man immer vom Plan B sprechen kann. Aber wir werden so viel Power dann auch auf den Platz bringen, um in unseren Prinzipien zu bleiben, egal aus welcher Grundordnung. Und unser Spiel lebt von einer hohen Intensität. Die Jungs haben das, glaube ich, jetzt eindrucksvoll in den letzten 18 Spielen nachgewiesen. Und ich mache mir da auch keine Gedanken, dass wir das am Freitag nicht auf den Platz bringen. Und das ist eine Grundtugend unseres Spiels. Und die müssen wir sowieso auf den Platz bringen. Ansonsten werden wir nicht erfolgreich spielen können in dieser Liga. Gibt es noch eine Frage in der Runde? Ja, Martin Moravec. Die Auer haben mit Florian Krüger und abgestürzt. Spieler vorne. Verlangt es der Hintermannschaft mehr ab als sonst? Martin, könntest du die Frage nochmal wiederholen? Die war kurz unterbrochen bei uns. Die Auer haben mit Pascal Testroy und Florian Krüger zwei sehr torgefährliche Spieler. Und mich würde interessieren, ob so die Torgefahr dieser beiden Spieler in der Hintermannschaft mehr abverlangt als von anderen. Also das sind, muss man auch sagen, ja, sind zwei sehr starke Spieler, die auch in der Saison sehr gut performen, ganz klar. Also wir müssen schon auch sehen, wer bei den Auern dann in der Lage ist, so diesen Pass zu spielen, um die Spieler dann auch in Szene zu setzen. Und da fallen mir schon noch ein paar mehr ein, auf die wir ein Auge haben müssen. Und ich habe das ja schon gesagt, Aue ist eine,
eine sehr routinierte Zweitligamannschaft, ja, mit einer großen Qualität, ja, mit einem Hochscheid noch dahinter, Nazarov. Also da kommt schon einiges auf uns zu und das ist einfach eine gute Mannschaft und die zu Recht auch im oberen Drittel der Tabelle steht. Für uns ist wichtig, dass wir unsere Prinzipien auf den Platz bringen, dass wir eine hohe Intensität fahren, dass wir das Tempo bestimmen und wieder an, ich kann das nur Woche für Woche sagen, wieder an, ja, an die Leistungsbereitschaft appellieren unserer Jungs. Ja, das machen sie hervorragend und wenn das der Fall ist, dann bin ich auch überzeugt davon, dass wir ein gutes Spiel machen werden und dass wir es auch gewinnen können. Und wir wollen es natürlich gewinnen. Ich habe das ja schon vor dem Osnabrück-Spiel auch gesagt. Wir wollen natürlich auch so lange wie möglich unter diesen Top 5 bleiben und wenn wir dort bleiben wollen, dann musst du auch deine Heimspiele gewinnen und deshalb werden wir morgen auch alles dran setzen, damit die 3 Punkte bei uns in Fürth bleiben. Kathi Tonsch. Inwieweit ist das DFB-Pokalspiel in Bremen schon im Hinterkopf? Sei es bei der Regeneration, bei der Überlegung, wer in der Startelf steht oder eine Pause bekommt oder vielleicht auch als Gefahr, das Spiel jetzt so ein bisschen, naja, nicht ganz so ernst zu nehmen, weil das große Highlight dann ja schon wieder die Woche drauf wartet. Also mit Bremen beschäftigen wir uns noch gar nicht. Ich habe das ja schon gesagt, wir wollen oben dran bleiben, wir wollen unter den Top 5 bleiben und wir spielen morgen gegen Erzgebirge Aue, gegen eine Mannschaft, die sehr stark ist und da gilt der Fokus drauf. Und Bremen, ja, Highlight, ja, das ist ein Bonusspiel, ja, das können wir dann am Dienstagabend genießen, aber wir wollen eine erfolgreiche Runde spielen und wir wollen die Punkteanzahl, wenn es geht, aus der Vorrunde in der Rückrunde auch holen und da ist es zwingend notwendig, zu Hause zu punkten und das wird eine schwere Aufgabe morgen und deswegen sollten wir schon den Fokus auf dieses Spiel legen und das werden wir auch tun und so wie ich meine Jungs kenne, werden sie da auch alles investieren, um diese 3 Punkte entführen zu lassen. Dann wünschen wir dabei viel Erfolg. Stefan, danke für deine Zeit, danke euch für eure Fragen. Schönen Nachmittag und zum Teil bis morgen, zum Teil ansonsten dann bis nächsten Montag wieder. Tschüss.